Ein Großschwert oder ein kleines? Haben die gar nicht. Oh, aber die behalten. Sind die weiter unterirdisch? Ist kein unterirdischer Weg. Können wir die noch looten? Ja, da bestimmt noch mehr. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück, oder? Sieht ganz danach aus, ne? Oder was? Nein. Da haben wir Angst, ich übersehe was. So, also den ganzen Weg wieder zurück. Kennen wir ja schon. Das ist jetzt praktisch das vierte Mal, dass ich diesen Weg in diese Richtung laufe. Ja, komm vor mir, du Idiot, oder was, ey? Ehrlich. Ah, nee, was ist nur los mit dir, Junge? Oh mein Gott, ey. Mit Temposalbe? Ja, ich weiß, ich kann auch so. Das Wanken durch Angriffe wird Sekunden verhindert, also Temposalbe klein. Und lauf. Was los? Kommst du nicht hinterher, Kollege? So, da war es vorbei mit dem Temposalbe. Oh, ist schon ein ganz schöner Vorteil. Mit der Maus ist übrigens wieder ein Bild, aber ich habe gerade keine Hand frei. Halt. Physische VTD, okay. Ah, wieso können wir diese blöden Kisten hier nicht aufmachen? Das nervt mich echt übel. Hier noch ein paar Gegner, wie bei dem ersten Lauf auch, ja. Einfach schießen, vorwärts laufen, die können sich eh nicht wehren. Mir überlegt, was das für ein Kampf war beim ersten Mal. So. Hup, hup. Ja, wir sind auch schneller geworden, ne? Hier. So, das mit den Containern ist erst der nächste Schritt. Hat überlegt, wo die Container hin sind. Mal kurz die Maus hier aus dem Bild schieben, so. Hep, hep. Noch? Und weiter geht's. Ah, wir sehen nichts. Falscher Weg. Oh, keine Gegner mehr hier. Was ist nur mit denen passiert? Man weiß es nicht. Vielleicht ist eine Irre hier durchgerannt mit zwei Schwertern in der Hand. Ja, und die mal einfach niedergemetzelt. Waffen. Doch, so geht's jetzt. Falsche Waffenset in der Hand gehabt. Oh nein. So, möchte uns echt wirklich bald mal neue Waffen besorgen. Wir müssen in den Bunker, also können wir eh klar hier uns teleportieren. Transport. Bunker. Perfekt. Six-O wollte, glaube ich, die Erinnerung von 11B haben.
Dann hätten wir das auch gleich komplett abgeschlossen, außer sie will dann noch was. So. Der ganzen Aufnahme noch nicht eine Hauptmission gemacht, ey. Ist 6 oben Hanker? Dachte, die wäre Operator und in der Kommandozentrale. Oh, 16D? Ich dachte 6O. Ach, hallo, Tobi. Ich habe 11 Base Körper gefunden, zusammen mit dieser Waffe. Bitteschön. Das Kampflok ist noch intakt. Sie hat scheinbar bis zum bitteren Ende gekämpft. Ich wusste immer, dass sie die mutigste von uns allen ist. Vielen Dank, Tobi. Aber ich glaube, du solltest sie behalten. Immerhin bist du ein Kampfmodell und ich bin nur eine Verteidigungseinheit. Ich bin sicher, 11B hätte sich gefreut, wenn sie sinnvoll eingesetzt würde. Ja, sag ich doch. Jora-Schwert. Cool. Okay, das ist jetzt ehrlich gesagt eine schwere Entscheidung. Scheiße. Scheiße. Sollen wir sagen oder nicht? Scheiße. Jetzt bin ich ehrlich ein bisschen überfragt. Ich weiß natürlich nicht, was das für Folgen hat, wenn wir das verraten. Aber Leute, soll man nicht in die Pfanne hauen. Bist du sicher, dass das Entschuldigung. Bist du sicher, dass das alles ist? Sonst gibt es keine Informationen. Da bin ich mir sicher. Gut, dann kann ich Ihre Erinnerungen jetzt wenigstens ruhen lassen. Darf ich dir noch etwas gestehen? 11B und ich, wir hatten eine Beziehung. Die hatte versprochen, mich zu beschützen. Es schien mir damals alles so romantisch zu sein. Aber jetzt kann sie es nicht mehr. Ich habe darüber nachgedacht, mich zu einem Kampfmodell umbauen zu lassen, wie du und sie. Dann könnte ich ihren Tod rächen. Ich verstehe. Ja, auch immer. Danke. Ach, und hier, das solltest du nehmen. Ich habe keinen Grund mehr, mich selbst zu schützen. Was? Physische VTD plus 6 Chip. Nahabwehr plus 1, Fernabwehr plus 1. 5000 Gold. Na, Geld. Das wäre nur Erfahrung. Jo. Fähigkeiten. Fucking Chips. Ausgerüstet. Wir haben noch physische VTD drin, oder nicht? Ne, Portil haben wir drin. Die physische VTD, die wird bestimmt ordentlich Speicherplatz fressen. Boah, 14, aber plus 6. Krass. Reduziert physischen Schaden um 30%. Das ist echt cool. Das ist richtig cool. Also gerade mal ohne Plus sind gerade mal 2% und plus 6 sind 30. Okay, wir müssen unbedingt unseren Modulschacht erweitern. Ich will mit dem runterfliegen. Komm schon. Ach. Wo ist eigentlich 6? Oh, hier. Mit ihr würde ich gerne mal reden. Ist doch ein Bunker, 6O. Mal gucken, wo ist ihr Zimmer? 7B. War jemand drin? Doch. Schläfst du? Steh auf. Na gut, dann nicht. Hui. 8B?
Dora-Soldatin, Operator. Seid ihr die, die das Friedensabkommen von den Maschinenwesen angenommen haben? Und? Kann man denen trauen? Tut mir leid. Entschuldigung. Tut mir leid. Vielleicht liegt es an dem langen Krieg. Aber ich kann ihnen einfach nicht vertrauen. Sicherlich, wenn ein Friedensabkommen zustande kommt, dann herrscht auf Erden auch wieder Frieden. Aha. Bei einem Friedensabkommen hat die Erde erst einmal Frieden. Aber der Frieden kann schon beim kleinsten Krach in einen Kampf ausarten. Sie stellt eine Gefahr dar. Aber die Frontalangriffe der Kampfeinheiten auf den Feind wären damit vorbei. Allein darin liegt schon der Wert des Friedensabkommens. Ja, das kann man so sagen. Und während ihr über Friedensabkommen redet, beklaue ich euch, ne? Nur damit ihr mal Bescheid wisst. 21. Oh. Ja, brauchst du nicht mehr? Ja, komm schon. 5-0. Da. Ach, du bist. Hast du die neuen Produkte schon ausprobiert? Wenn nicht, dann solltest du das unverzüglich tun. Neue Produkte kaufen. Autowaffen wechseln. Achso, ich sehe nichts Neues. Aber vielleicht können wir was verkaufen, wenn wir schon hier sind. Kann man in Massen. Ne, das sind 9 Plätze. Oh, wir haben 43.000. Ja, verkaufen jetzt immer nicht. Was können wir dann machen, wenn wir beim Händler sind? Für 43.000 können wir uns den großen Modulschacht leisten. Dann können wir erstmal ganz schön was mehr reinhauen. Nein, es ist dein Zimmer, Alter. Hast du aufgeräumt? Ne, hast du nicht, alte Schlampe. Operator. Und ein Operator. Puh, das ist nicht gut. Einfach nicht auffindbar. Ah ne, die sagen immer noch dasselbe. Hier ist 6-0. Aber die ist nicht da. Aber beklaut haben wir sie. So, wo geht's hier? Ah, genau. Ist hier irgendwo 6-0? Jura-Soldatin. Glaubt ihr das etwa alles? Ja, wen ziehen wir eigentlich in den Krieg? Ach nichts, das war nur ein Versprecher. Vergiss es. So, die sagt ohne dasselbe, hat sie aber Anfang schon gesagt. Ja, fahr ruhig Fahrstuhl. Ja, mit denen kann man auch. Okay. Und doch. Haben wir gar nicht gesehen. Lass mich raus. Ganz viele Leute. Ganz viele Operator. Wenn du Hilfe brauchst, frag jemand anderen. Den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen ist auch harte Arbeit. Was? Unhöflich. Bodeneinheit, hier spricht der Bunker. Wie sieht es mit der Suche nach dem Pott? Oh, Infos über den Pott, wichtig. Immer noch keine Spur. Er müsste ein Rettungssignal von sich geben. Suche fortsetzen. Wo bist du bloß abgeblieben, liebes Pottilein? Er wird wohl tief. Ah, das ist der, den wir haben. Hier gibt's Infos. Im Sand verborgen. Das ist der, den wir haben. Richtig cool. Im Körper ist eine Funktion eingebaut, die die akkumulierten Erfahrungen auf Plug-in-Chips exportiert. Trainiert man seine Schwachstellen, kann man sie in Erfolge umwandeln. Eine tolle Funktion, oder? Ah, das sind Anfangstipps hier noch. Das sind schon interessante Zeiten, wenn ein Friedensangebot von dem Maschinenwesen kommt. Es ist so etwas Wunderbares, wenn wir alle über unsere Anschauungen und Interessen hinwegsehen und uns die Hände reichen können. Ja, würde ich auch sagen. Oh, 6-0. Vielen Dank im Voraus, dass Sie den verstummten Zugriffspunkt untersuchen. Da
Wirklich, du heulst mir andauernd? Ja, ich wollte eigentlich auf den Kopf springen, Eule. Heult mir andauernd die Ohren voll und dann gibt's von der bloß eine Info über die Hauptmission. Also, dass die Hauptmission gerade läuft. Was sagt die Kommandantin? Was ist? Gibt es ein Problem? Wenn nichts ist, dann gut. Immer an den Auftrag halten. Ja. Tut das eigentlich weh, Kommandantin? Also so mit dem Stock im Arsch, meine ich. Ich kann den versuchen, mit meinem Schwert rauszuholen. Und gleichzeitig kann ich versuchen, mit einem oder vielleicht auch zwei Pots dir zu helfen. Na, der Stock sitzt zu tief. Tut mir leid. Und ab auf die Erde. Die warten hier. Na, scheiße. So, lang. Und hab. So, ich würde sagen, wo müssen wir denn hin? Wo ist denn die Hauptmission? Können wir das hier irgendwo gerade sehen, zufällig? Park, Attraktionenplatz. Was heißt so? Wir gehen zum Attraktionsplatz. Da können wir nämlich gleich das Foto-Ding machen, hoffe ich. Das dürfte der Platz sein. Wenn wir relativ viel Geld haben, wäre ich auch mal dem Herr Professor, wäre ich dem auch mal ordentlich was zustecken. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich putze mir kurz die Nase, muss mich schon wieder räuspern, sofort wieder da. So, bin ich auch schon wieder. Ich dachte, wir kommen vorne im Parkhaus, aber na gut, das ist nicht so schlimm hier. Wer bist jetzt böse? Ne, ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich für Symbol hier. Ach, das sind Shops. Das ist der, der so die der Ressourcen verkauft. Farbstoff, davon haben wir gar nicht. Baumsaft. Pflanzensaat. Die erhöhen wir mal auf 10. Feuererz, davon haben wir ohne Ende. Eisenerz haben wir auch ziemlich viel. Aber wir haben ja 99 Plätze. Also können wir ruhig noch ein bisschen sammeln. Farbstoff. Nehmen wir 4 mit. Nee, die brauchen wir jetzt. Was gibt denn uns für das Eisenerz? 10,50. Wie viel kostet das? Eine Kupfererz. Also wird er uns 25 geben. Kupfererz, ja 25. Ja, behalten wir erstmal. Können wir dann verkaufen, wenn es 99 sind, zur Not. Blöde Maus, schon wieder ein Bild, ey. Gehen wir auch tierisch auf den Senkel. Oh, ist was rot? Ach so, ihre Mission haben wir ja noch gar nicht gemacht. Boah, die Musik. Geil. Wir hören mal kurz eine Minute zu, bitte.
Ich getraue mich gar nicht richtig, in diesen Soundtrack reinzureden, weil er ist echt heftig. Ich finde den so geil. Mach schon wieder ein Bild. Ja, ich weiß, ich habe deinen noch nie gemacht. Habt ihr dem Meister John Paul mein Geschenk überbracht? Ich muss wissen, was er gesagt hat. Nun, er sagte, es wäre eine läppische Belanglosigkeit. Was? Was für eine Erkenntnis. Er bringt die Dinge auf den Punkt, wie kein anderer. Ich glaube, das ist völlig Wurst, was er sagt, oder? Du bist so retarded, du freust dich immer, Eule. Ich werde dir den Rest meiner Tage folgen, Meister John Paul. Das ist eine lange Zeit. Ja, ich glaube auch. Ach Glück. Boah, diese Musik. Ich hab übrigens hier vorne ist der Punkt, wo wir. Tja. Hättest du dich mal nicht mit denen angelegt, ne? Geld, 33 Uhr. Was haben die jetzt eigentlich für Level? Kann man das sehen? Ne, ne? Das sieht man erst, wenn man die angreift. Und die könnten wir eigentlich kleiner mal fertig machen, nur zum Leveln ein bisschen halt. Aufgabe? Das ist nicht das, was ich will. Zu der anderen Aufgabe, hier vorne. Aber seine Aufgabe werden wir uns auch gleich holen. Silbererz. Baumsaat. Haben wir gerade gekauft, ne? Gibt's was? Bernstein? Das war eigentlich auch schon, ihr müsst viel haben. So, jedes zweite, was wir einsammeln, Bernstein. Wo ist der Punkt für das Foto? Aufgaben. Aktive Aufgaben. Foto. Müssen wir erst das Foto jedes Mal zurückbringen? Weil eigentlich sind wir doch hier beim zweiten Foto. Egal. Aber da ist auch noch ein guter Punkt, aber da kommen wir von hier aus nicht ran, ne? Der ist auf der anderen Seite. Da hinten irgendwo. Egal, gut, dann gehen wir uns erstmal seine Aufgabe holen und dann würde ich mal sagen, zu Pascal, wir machen das Story-Mission mal ein bisschen weiterkommen. Wenigstens. Hallo und willkommen im Vergnügungspark. Hier ist deine Stempelkarte. Wenn du alle Stempel sammelst, bekommst du einen Gratispreis. Gegenstand erhalten, Stempelkarte. Die Stempel findest du im Vergnügungspark. Am besten suchst du alles ab. Unter uns, der Preis. Was? Die Preise sollen nicht nur gratis sein, sondern auch Deluxe. Doch. Mal los, viel Glück und noch mehr Spaß. Oh, das will ich jetzt haben. Der hat gesagt, der Preis ist toll. Na, so, komm, na, geh rein. Okay. Du meinst Steffen. Ja, Eule, genau das hat er gemeint. Wir müssen da rüber, da gibt es noch eine. Jetzt muss ich das machen. Ich weiß, ich war auf dem Weg zur Story-Mission. Aber es gibt hier so viel zu tun einfach. Wütende Maschine? Zurück, Arschloch! Wir Maschinen leben, verstanden? Es sollte sterben, ja, alles sollte sterben.
Und dieser verdammte Stempel gleich mit. Ich hinterhalte einen Stempel. Okay. Ich gehe da mal, bevor der völlig austickt. Ne? Ich glaube, es ist gesünder. Also für ihn, ne? Versteht sich ja von alleine. Wie kommen wir dahin? Von hier. Hier ist der Shop. Achso. Hintereingangmaschine. Ein Zugangsberechtigter oder nicht? Das war nicht die Stempelkarte. Was? Ne, das ist Silberz. Das ist neu. Weinende Maschine. Ach bitte, nee. Du arme Maschine. Schnuff. Wie traurig. Du willst bestimmt einen blöden Stempel, oder? Na gut, ich stemple sie mit meinen Tränen. Ja, ich geht. So, ignorieren wir das einfach, dass er gerade unsere Karte voll geheult hat. Wir müssen. Wir können nicht runterspringen. Einfach whoop. Ja. So. Wir müssen hier lang. Hier gibt es noch welche. Gar nicht aufgepasst, wie viele wir jetzt schon haben. Maschine in Pause, der ist neu. Unheimliche Maschine, ja, yeah, die sind alle unheimlich, liebes Spiel. Und? Stempel gefällig? Ja, bitteschön. Kupfererz halten, ja. Hier kriegt man irgendwo noch einen Stempel. Apropos, hier kriegen wir einen Stempel. Jetzt muss ich mal kurz. Ich habe den Stempel gerade gesehen, glaube ich. Ist das? Ne, ist ein Kristall. Ne, hier oben war ja was, wo ich nicht rausgefunden habe, wie man da hinspringt. Ich probiere das jetzt gleich mal mit Maus und Tastatur. Ja, Maschinchen. Ja, ist das der Stempel? Ich glaube nicht, nee. Na, kommt hier schon drauf. Der Wechsel von 3D auf 2D Side-Scrolling ist echt gut gemacht. Also, der kommt, der ist absolut flüssig. Ja. Seht ihr? Perfekt. Weil jetzt habe ich jetzt, bin jetzt so runtergefallen, um das zu zeigen, wie der einfach wirklich 1A von 2 auf 3. Achso, das ist automatisch. Ich dachte, da steht einer. Von dem 2D Side Scrolling auf die 3D Umgebung wechselt. Ja, nur deswegen bin ich jetzt runtergefallen. So. Jetzt fahre ich natürlich nicht mehr runter. Ja. Außer nicht mehr zeigen. Oh, das Spiel hat gestockt. Noch so eine Ausrede, wenn man runterfällt. Das ist eine Kiste, aber wie komme ich an diese blöde Kiste? Das kann ja nicht sein. Wie kommt man denn da hin? Aus das Tor? Wie kommt man an diese Kiste dort? Ich kann nicht zur Seite laufen. Und noch eine andere Frage. Wo ist der Stempel hier? Eine Kiste, die in der Ecke steht. Sieht mal aus wie ein Bild, wie sich das gehört. Das ist er nicht, das weiß ich. Oh, 200 Gold. Hey, wer bist du? Clownmaschine. Unbefugter. Gestorben. Okay. Uns fehlt aber hier noch Stempelkarte. Müssen also nochmal zurück. Wie komme ich denn zu dieser blöden Kiste dort?